Doch es gibt keinen, der sich traut. Vertrau Allah und er führt dich hinaus. In Fayd Mawlan al-Ghafur, Quran Rabbi al-Alamin, Jaa lana Mibras Nur, Fihi السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين وعلى حكايات العصور قصص الخوالي والسنين تهفو الحنايا والشعور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich habe vor kurzem darüber gesprochen, über das Wort, für das uns alle Nicht-Muslime beneiden sollen, uns Muslime, nämlich Alhamdulillah, aller Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich wollte heute zeigen, wie das im realen Leben abläuft bei schlimmen Katastrophen, die einem Menschen passieren. Und eine Katastrophe für viele Menschen ist, und die passiert sehr häufig, insbesondere hier in Deutschland, ist die Scheidung. Für viele Menschen ist das eine riesengroße Katastrophe, und es gibt Leute, die bringen sich um. Es gibt Leute, die werden drogenabhängig. Es gibt Leute, die werden alkoholabhängig. Es gibt Leute, die können nicht mehr. Sie kriegen psychische Probleme dadurch. Sie können es nicht mehr aushalten oder verlieren ihren Partner oder die Frau will einen anderen, beziehungsweise der Mann will einen anderen. Wie sollte der Muslim damit umgehen? Der Muslim vertraut auf Allah. Und auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sinngemäß. Und deswegen glaubt der Muslim erstmal, wenn ihm etwas Schlechtes passiert ist, er fragt sich, welche Erfahrung kann ich dadurch sammeln? Gibt es vielleicht einen Fehler, den ich gemacht habe, dass ich daraus eine Lehre ziehe? Und dann sagt er sich, Allah, ich erwarte von Allah nur das Beste, und Allah wusste vielleicht, dass diese Frau bzw. dieser Mann nicht das Beste oder nicht der Beste, nicht die Beste oder nicht der Beste ist. Und er sagt sich, inshallah wird Allah mir eine bessere Frau geben, inshallah wird Allah mir einen besseren Mann, wird Allah mir einen besseren Mann geben. Inshallah wird Allah mir eine bessere Frau geben, inshallah wird Allah mir einen besseren Mann geben. Und wenn er oder sie keinen neuen Partner findet, keinen Ehepartner findet, dann sagt er sich oder sie sich, vielleicht ist es für mich besser, unverheiratet zu bleiben. Und das gilt auch für die Unverheiratet. Vielleicht ist es für mich besser, vielleicht habe ich dadurch mehr Zeit. Es gibt große Gelehrte wie Imam Nawawi, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahumallah, die nie geheiratet haben. Und wir sehen, in ihrer Zeit, in ihrem kurzen Leben, haben sie so viele Bücher verfasst, weil sie dadurch, dass sie kein Heiratsleben hatten, so viel Zeit hatten und nicht abgelenkt worden sind. Vielleicht ist es für dich besser, keine Frau zu haben, beziehungsweise keinen Mann zu haben. Vielleicht ist es für dich besser, dass es zur Scheidung kommt und du findest einen besseren Mann oder eine bessere Frau. Allahu alam. Aber eins sage ich jedem, jeder sollte um seine Ehe kämpfen. Weil nicht, dass das jemand jetzt als Freibrief versteht. Ja, okay, vielleicht finde ich ja jemand besseren. Nein. Meistens ist es so, dass der erste Partner der beste für einen ist. Meistens ist das so, das ist die Erfahrung, die wir gesammelt haben. Aber manchmal gibt es Sachen, wo es einfach nicht mehr weitergeht, wo es nicht um Lappalien geht, wo man einfach weiß, es geht nicht mehr weiter. Und ich sage jedem hier, es ist hier auch oft Sihr im Spiel, Zauberei im Spiel, um die Ehepartner auseinanderzubringen. Das ist sehr, sehr typisch. Deswegen sollte man dann auch mal schauen, ob es dort eventuell Anzeichen gibt und eventuell einen Raki fragen, der vertrauenswürdig ist. Aber eins sage ich, immer um die Ehen kämpfen, bis zum letzten Atemzug. Aber wenn es gar nicht mehr geht, wisse, Allah hat vielleicht für dich was Besseres vorbereitet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.